One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. Wir melden uns das erste Mal hier, heute aus unserem Quartier in Braunschweig. Wir befinden uns am Anfang der Hasselhoff-Tour und sind alle super drauf. Gucken wir mal, den Chris hier. Das ist der Chris. Chris. Der Andreas, der ist wieder eine Banane. Der Bananemann, der Bananemann. Anholi Bananemann. Ja, Janik ist schon wieder voll am Kiffen. Hola, Senor. Na? Der hat noch nie gekifft, der weiß gar nicht, was das ist. Der meint immer kaufen, wenn ich das ist. Ja. Naja, hier hat Gerrit also sein Gerrit Film gerade. Gerrit, film dich mal schnell. Hallo. Hier haben wir für den Backstage extra Gerrits Schimmelklavier hinstellen lassen, weil sonst ist er nicht zufrieden. Das ist halt so, ne Gerrit? Ja, absolut. Gerrit spielt auch gleich noch was. Das wird ganz wahnsinnig. Ja. Wir können ja mal hier eine Tour machen. Hat irgendjemand die Backstage-Pässe da weggenommen, zwei ich Stück? Habe, ja, Chris und ich. Wieso? Weil es für Braunschweig ist. Nein, Kinders, ihr habt die normalen. Das ist für Besucher. Ich brauche die wieder. Yes. Kriege ich eigentlich auch mal irgendwann so ein Ding? Brauchst du doch nicht, kommst doch überall hin. Ja, vielleicht auch mal als Erinnerung du oder so. Du hast ein scheiß Funkgerät, was willst du denn noch? Das ist dir auch alles egal, ne? Das ist mir auch egal. Ist ja wieder den ganzen Tag zu rauchen, aber die Kohle abgreifen hier so, oder was? So, komm mir, geh mal gucken. Ich habe mich übrigens halt auch wieder besonders schick gemacht. Ja, hier ist der UFO. Style ist halt super, wenn man Jogginghose hat, immer gerne Stiefel dazu. Die sind extra so schmutzig, das kostet extra. So, hier haben wir dann. Angezogen? Keiner da, wir gehen mal gucken. So, wir sehen, sowas haben wir natürlich nicht. Wir brauchen ja sowas nicht. Wieso fährt man denn ein Waschbecken? Ich dachte, das ist eine Fritteuse. Was macht man denn mit so einem Waschbecken? Dinge waschen? So. Jetzt wird es ganz heiß jetzt für alle Hasselhoff-Fans. Das ist Backstage hier. Hier steht schon mal die Bässe, ne? Das ist alles Top-Ware. Wahnsinnig gepflegt auch alles. Nur das Beste, das Feinste vom Feinsten. Für alle Musikinteressierten, das ist ein Original Santander-Bass. Hören wir mal hier. Santander. Schon mal Staub wischen können. Die sind so erfolgreich mit ihren Instrumenten, dass die jetzt auch eine Bank gegründet haben. Das ist Wahnsinn. Und hier kann man jetzt also sehen, wie weit die sind. Den haben die extra für uns hingehängt, damit wir nicht dauernd zur Bühne rennen müssen und fragen. Also tippitoppi. Läuft. Mal gucken, was das gute Stück kann, oder? Oh, hoffentlich ist er zufrieden. Also mit Schimmel habe ich es ja sonst nicht so. Aha. Außer auf meinem französischen Weichkäse. Es wird immer lustiger, Gerrit. Hör auf, ich krieg mich nicht ein. So Keyboarder-Sprüche. Wahnsinn. Ja, Keyboarder. Ich mag ja meine eigene Spezies auch nicht. Ne? Es geht gar nicht. Es ist kein Steinway. Ach scheiße, jetzt haben wir aber Pech. Bitte, nichts funktioniert. Bitte, wieder. Gerrit, jetzt komm doch wieder, bitte. So, komm einmal hier. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, komm mal. Oh, das ist schon beeindruckend. Wahnsinn. Oder? Irre. Geil. Tag 3 und ich stelle gerade fest, ich habe schon wieder die gleichen Klamotten an. Wie an Tag 1. 1? Ja, ich glaube, es war Tag 1. Heute sind wir hier in einer Art Turnhalle. Wie ihr seht hier, also heute nicht so hier mit Wow und Yay und Rockstar und so. Wir können gerade mal gucken. Schütti? Ja? Ach, verdammt! Kann man nicht die Kamera vielleicht da oben drüber, soll ich die mal oben drüber halten? Schütti, darf ich das mal? Nein! Nein. Hätte ja sein können. Ne? Wir gehen mal gucken, weil die Leute, die bauen jetzt ab. Ja, kommst du? Jawohl!
Hier ist schon wieder nichts mehr los. Wie ihr alle mitgekriegt haben, sind ja mit uns ja 90 Leute unterwegs. Hier sitzen schon mal 20. Und die anderen 70 sind jetzt am Anbau. Das gucken wir uns mal an. Guck mal, so sieht das jetzt nach dem Konzert aus. Spektakulär. Ja, ja, ist, ne? Diese Leute, die schlafen nachts so 4 Stunden, müssen die aufbauen, dann haben sie mal kurz Zeit für das Mittagessen und dann müssen sie wieder Soundcheck machen und dann müssen sie wieder abbauen. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, wir können mal unseren Yannick mal filmen, der freut sich jetzt bestimmt, dass er überhaupt nicht im Stress kommt. Der ist langweilig. Na Yannick, hast du wieder so Spaß? Du filmst mich nicht gerade, oder? Nee, ich mache ein Foto. Toll. Ich stelle das nur ein. Und ist schön? Was möchtest du? Nix. Ich wollte mal gucken hier, was du hier so machst, weil es gerade so langweilig wieder ist. Das ist ja meist. Ja, mir ist meist immer langweilig. Jetzt, ja, das stimmt. Naja. Ist toll hier, ne? Ja. Ja. War aber ein schöner Abend, ne? Das war wirklich ganz, ganz toll. War jetzt heute nicht so viele Leute hier, nein, aber gut. War gut. War schön. Hier war natürlich fantastisch. Danke. Hat man mir auch gesagt, ja. Matze, du warst wieder wunderbar. Blödmann. Großartig. Blödmann. Was für ein wunderbarer Kameraschwenk. Irre, oder? Unfassbar, das ist Kunst. Ich weiß, ich bin ja Künstler. Ja, ja, das haben wir heute gesehen. Kannst du nicht mal, guck mal, wir haben ja jetzt was Außergewöhnliches hier. Ja. Kannst du nicht mal direkt hier jetzt mal einen 100-Meter-Lauf machen oder so? Wie viel sind denn 100 Meter? Das ist schon bis ganz hinten. Echt? Ja. Wir machen Zeitlupe und machen dann hier Vangelis Chariots of Fire oder sowas ähnliches. Mit wem sind wir unterwegs? Wo ist eine Zeitlupe eigentlich? Bist du doof? Okay, warte mal, wie ist das so? So, ne? Ja. Und dann. Some people in the darkness. Okay, ich laufe jetzt einfach selber in Zeit. Ja. Some people here in the darkness. Oh mein Gott, it's David Hasselhoff. Nee, das ist eher eine Gazelle. Ah. Ja. Tschüss. Oh yeah, David Hasselhoff Tour. Wir begleiten den großartigen Matze aus seinem Backstage zur Bühne. Ich glaube, ich klopfe mal an. Ich hoffe, er hat auch schon was an. Juhu! Bist du weit? Ja. Komm. Oha, dämmer los. Ja, hier sind wir Backstage, ne? Hier so lang. Ach, wie schön das ist. Schon die Mädchen. Guten Abend, hallo. Das ist ein Mädchen, das andere Jörg. Mädchen. Das Mädchen für alles. Gott, hilfe. Das ist oh, da ist irgendwas los. Oh, dann sind wir hier hinter der Bühne. Guten Abend. Ja, da sind die so. Die so. Da warten die Leute schon. Und ist schon wieder gut voll hier. Da steht Schütti. Hallo, ich bin Schütti, ich trommel heute Abend. Tschüss hier auf dieser Seite, viel Spaß. Andreas war das doch, oder nicht? So, jetzt brauche ich auch meinen Indel. Ja. Okay, soll ich das holen? Holst du das? Nein, aber ich habe ja noch die Kamera in der Hand. Okay, dann nehme ich die jetzt. Ja, ich nehme die jetzt. Hallo, hier heiße ich Andreas. Ja, das stimmt. Schütti gibt's nicht mehr. Nee, Schütti ist vorbei. Aber ich kann nicht Andreas zu dir sagen. Hast du doch gerade. Nee, es war Yannick. Verrückt. Ja, da zieht der Hessel noch sich, dann wäre der schon rum und so. Da steht auch mein Bass, ich darf da mit rein. Und so. Wir können mal vorne so filmen hier, was hier so los ist. Die Leute und so. So. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Kann man machen. Was meinst du? Oh, der Gong. Jetzt muss ich hier langsam Schuss machen. Show.